Guten Morgen, Herr Professor Braun. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin hier bei Ihnen im Büro zu Gast und bezeichne das mal als ein Haus der Technik. Und wenn ich als gelernter Altphilologe über Technik nachdenke, dann ist mir das noch begrifflich verbunden mit dem Handwerklichen, vielleicht sogar Kunsthandwerk. Und demgegenüber stand immer ein anderer, ganz wesentlicher Begriff, der Begriff der Natur. Wie verträgt sich das für Sie? Sie sind von Beruf Techniker. Und welches Verhältnis haben Sie zur Technik und zur Natur? Herr Schrammer, die erste Bemerkung kann ich nur bestätigen. Technik ist etwas, was aus dem Handwerk kommt, mit Kunst zu tun hat, mit darstellender Kunst, insbesondere Leonardo da Vinci als Beispiel. Und Technik ist etwas, was eigentlich im Kern eine humanistische Aufgabe ist, weil sie dem Menschen das Leben erleichtern soll, vor allem Methoden, Mittel zur Verfügung stellen soll, dass man angenehmer, leichter, besser lebt. Ob das immer gelingt, ist eine ganz andere Frage. Jetzt ist der Mensch ja selbst Bestandteil von Natur. Er ist ja auch ein Stück Natur und er setzt sich mittels Technik mit der Natur auseinander. Daraus entstehen ja Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen, wie Sie mit Ihrem Hause zum Beispiel für ein Regelwerk oder für Sicherheit sorgen. Ja, aber der Begriff Sicherheit ist ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang, denn Verbesserung im Leben bedeutet immer eine höhere Sicherheit. Und sehr spezifisch eben für den TÜV Rheinland gesprochen, ist das unser Hauptziel in breiten Feldern. Trotzdem ist es so, dass natürlich wir als Teil in der Natur, alle reden von Langfristigkeit, auch das darstellen wollen. Und Technik ist, wie der Begriff es auch hergibt, eine Methode, eine Vorgehensweise. Sie ist in sich eine Aktivität, die neutral angesiedelt ist, wenn Sie so wollen. Man kann mit einem Hammer einen Nagel in die Wand hauen, aber man kann auch seinen Nachbarn den Schädel zertrümmern. Was man mit technischen Möglichkeiten macht, liegt wiederum bei Menschen. Und deshalb ist die wichtige Aufgabe in der Gesellschaft, die Möglichkeiten technologischer Art in das Denken mit zu integrieren, damit man verantwortlich mit den Möglichkeiten umgeht. Was ist es denn, was den Menschen letztendlich auszeichnet? Und wo liegt auch vielleicht seine Verantwortlichkeit gegenüber der Natur? Ist das eine Frage von Moral, von Verantwortung? Wenn er sich mit der Natur auseinandersetzt, denn er kann ja viel mehr, als er eigentlich darf. Habe ich manchmal so den Eindruck, er geht ja an Grenzen heran. Aber es ist eine Frage der Verantwortlichkeit. Und zwar eben über die Zeit hinweg. Wir leben in der Gegenwart, aber wir wollen auch, dass unsere Kinder noch in einer vernünftigen Umwelt leben können. Und deshalb muss unser Handel eingebettet werden in ein langfristiges Denken. Und die Chancen, die Opportunitäten der Gegenwart müssen schon manchmal überprüft werden, ob sie so richtig sind, wie sie möglich wären. Können Sie mit dem Bibelspruch, macht euch die Erde untertan, leben? Begrenzt. Und zwar untertan nicht in dem Sinne, dass wir alleine bestimmen wollen, obwohl in Realität tun wir es ja. Aber es kann keine Aufforderung sein für mich, sondern nutzt die Möglichkeiten der Natur, um weiterzukommen. Das würde ich viel mehr akzeptieren. Gibt es, wenn Entwicklung, Fortschritt in der Technik einmal einen Weg gegangen ist, Ihrer Meinung nach einen Weg auch zurück? Es wird ja vielfach gefordert, ich will es mal vereinfacht formulieren, zurück zur Natur. Einen Weg zurück in dieser Totalität gibt es meines Erachtens nicht. Grundsätzlich ist es sehr schwierig, Dinge zurückzudrehen, weil man nicht mehr von der gleichen Situation ausgeht. Die Kernenergieentscheidung könnte man lange drüber hin diskutieren, ob die richtig war oder nicht. Dass man aussteigen will, das kann ich verstehen unter gewissen Voraussetzungen. Die Geschwindigkeit muss allerdings auch nach meiner Betrachtung
die richtige sein. Das ist eben die Fähigkeit oder die nicht vorhandene Fähigkeit in einer Gesellschaft mit den Möglichkeiten, verantwortungsvoll umzugehen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass wir uns stark an den natürlichen Dingen orientieren können. Ich darf nur auf Bionik weisen, also das Lernen von der Natur und das Abkupfern der Natur für bestimmte Vorgänge, ob das nun das Fliegen ist oder ob das das Lotusblatt ist. Und all diese Effekte haben wir ja gelernt. Und so kann man weiter in die Zukunft arbeiten. Und insofern, das muss die Richtung sein. Die Richtung muss nicht sein, alles zurückzudrehen, sondern das, was heute möglich ist, zielgerichtet, verantwortungsvoll, nachhaltig einzusetzen. Also zurück zu den paradiesischen Urständen kommen wir nicht mehr. Nein, die gab es auch nie. Das ist eine Illusion zu glauben, das Paradies gab es als Fiktion. Oder in anderer Form, darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen, aber das Paradies als solches ist immer ein Traum des Menschen. Er möchte im Paradies leben. Was das Paradies aber in Realita ist, weiß er nicht so recht. Ja, nun, die Literatur hat es ja zum Teil beschrieben, um den Menschen klarzumachen, wie denn die Entwicklung so vorangegangen ist. Und ich erinnere mich da sehr schön an den Ovid in seinen Metamorphosen, wo er sagt, das erste Mal, wo der Mensch in die Natur, in die Mutter Erde reingeht, ist, wenn er anfängt, den Acker zu pflügen. Da reißt er die Erde auf. Und später geht er in die Erde rein und holt Kupfer und Erz und alles heraus. Und er nutzt diese Erde aus. Das waren die Anfänge. Ja. Jedenfalls in der Literatur. Ja, und in Realita auch. Denn der Wunsch, überleben zu können, ist ein ursprünglicher Wunsch des Menschen. Nicht nur des Menschen, sondern jeder Kreatur in der Natur. Und die Menschen sind da genauso brutal wie die Tierwelt und andere Bereiche. Aber das ist eben eine Möglichkeit, dass man durch Beschäftigung mit dem Sein hier gewisse humane Aspekte mit reinbringt. Und dazu kann auch Technik beitragen, muss aber nicht. Sie haben eben den Begriff Wissen, gelernt haben, in Zusammenhang mit Technik erwähnt. Nun sind Sie selbst ja auch Wissenschaftler, Sie sind auch Dozent. Sie lehren also auch und haben gelehrt. Ist der Sprung von der praktischen in diese theoretische Seite Ihnen schwer gefallen oder hat sie Ihnen Spaß gemacht? Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall. Aber es ist kein großer Schritt. Und jeder vernünftige Handwerker überlegt, was er macht. Das unterscheidet einen Handwerker von jemand, der einfach stumpf vor sich hin werkelt. Ein Handwerker weiß, was man macht mit seinen Materialien in seinem Gebiet. Und dann ist der Schritt, warum es so oder so funktioniert oder nicht, gar nicht so weit. Die Fähigkeit nachzudenken, warum, was, weshalb funktioniert, das ist der Beginn des wissenschaftlichen Denkens. Und das ist auch der Beginn jeder technologischen Entwicklung. Und wir müssen die Naturgesetze kennen. Wir müssen Versuche ersinnen, wie wir die Zusammenhänge mit den Möglichkeiten, die wir haben, erkennen. Und daraus abgeleitet entsteht dann die Theorie, die vielleicht der Handwerker schon längst kennt, aber nochmal geprüft haben will. Das schafft bei uns Kunden, schafft das ja Vertrauen. Mhm. Das ist beim Handwerker so, das ist aber eigentlich auch beim TÜV so. Wir vertrauen dem Wissen und verlassen uns auch darauf. Wobei das Wissen natürlich auch immer ein jeweiliges ist. Mhm. Wir haben eben davon gesprochen, dass Forschung und Entwicklung immer weitergehen. Ich denke, wir wissen heute mehr, als wir gestern gewusst haben. Und morgen wissen wir vielleicht auch wieder mehr als heute. Gibt es irgendwo für Sie Grenzen des Wissens oder Grenzen der Wissenschaft? Für den Einzelnen vielleicht, ja. In Summe aber nicht. Und das ist vielleicht auch das Beängstigende. Jeder weiß aus seiner eigenen Erfahrung, dass die Aufnahmefähigkeit, das Verstehen und hinter die Zusammenhänge zu schauen
unterschiedlich ausgeprägt ist, möchte ich einmal sagen. Und insofern für den Einzelnen im Endeffekt begrenzt ist, weil eben auch die Lebenszeit begrenzt ist. Aber für die Menschheit trifft das so nicht zu. Denn wir marschieren auf mehrere Milliarden Menschen, wo das Ende sein wird, wissen wir nicht genau. Man sagt etwa 9 Milliarden Menschen, wird so eine natürliche Grenze sein. Aber immerhin, 9 Milliarden Menschen parallel ist viel. Und insofern ist das nahezu unbegrenzt. Es gibt in einigen Bereichen ja den Übergang, wo Menschen aufhören zu wissen und in eine andere Sphäre kommen, die man, das ist immer polarisierend dagegen gehalten worden, in die Bereiche des Glaubens kommt. Also wenn man Sicherheit haben will, dann kann man etwas wissen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe Menschen in dieser Welt, die verschreiben sich dann dem Glauben. Mhm. Und dann komme ich zu dem Thema der Religion, die ja alle in dieser Welt im Moment auch große Probleme machen. Wie stehen Sie zu dieser Frage? Also die Begriffe Wissen und Glauben sind konträre Begriffe eigentlich. Wenn ich was weiß, brauche ich nicht mehr zu glauben, dann weiß ich es. Und der Glaube unterscheidet sich dadurch, dass man es eben nicht weiß. Und ein naturwissenschaftlich orientierter Mensch geht zunächst einmal von den Fakten aus. Das bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass er nicht sagt, man muss auch glauben. Und wenn man an die Astronomie denkt und die ganzen Himmelsmechaniken und schwarzen Löcher und Bewegungen, da kommt man schon sehr leicht zu dem Punkt, dass man sagt, am Ende des Tages muss man doch irgendwo glauben, weil man es nicht mehr versteht als Einzelner. Ich bewundere den wunderbaren Ausblick, den Sie über unsere schöne Stadt Köln haben. Sie haben den direkten Blickkontakt auch zum Dom. Und Sie haben auch einen Dom im Hintergrund auf ein Bild dargestellt, in einer etwas abstrakten Form. Der Dom, was ist für Sie dieses Gebäude? Was, wenn ich hier ein Haus der Technik habe, habe ich dort vielleicht ein Haus, ja, des Glaubens, der Begegnung, ein Gotteshaus, aber auch architektonisch ein wichtiges Gebäude. Welche Bedeutung hat das für Sie als ja jetzt langjähriger Kölner? Der Dom ist für mich ein Symbol für Köln. Köln wäre nicht Köln aus meiner Betrachtung ohne den Dom. Über Jahrhunderte der Wille, etwas zu schaffen wie den Dom. Dann die geschichtliche Möglichkeit genutzt haben, den Dom dann tatsächlich auch fertig bauen zu können. Und ja, das Ganze drumherum, das ist schon wichtig und gibt einem eine innere Ruhe. Ich schaue gerne auf den Dom, bin weniger im Dom als in Betrachtung des Domes, aber das halte ich für ein sehr wichtiges Bauwerk für die Stadt Köln. Dann habe ich Sie ja jetzt ebenso frech als Kölner bezeichnet. Sie sind nun viele Jahre hier, aber gebürtig kommen Sie ja aus dem Schwabenland. Und ich darf das mal so sagen, eigentlich aus einer kleinen Stadt, aus Bietigheim, in der Nähe von Stuttgart, wo Sie ja zunächst einmal sehr lokal aufgewachsen sind, jetzt dann ins Rheinland gekommen, hier ein großes Unternehmen geleitet haben und von dort aus eigentlich ja, in die Welt gegangen sind, globalisiert haben, internationalisiert haben. Ist Ihnen das im Laufe Ihrer Kindheit und Jugend irgendwie schon mal so als Traum vorgekommen, dass Sie sowas mal machen würden? Ich bin noch ein Kriegskind. Und da haben wir nicht im Überfluss gelebt. Und da musste jeder in seiner Familie seine Aufgabe wahrnehmen. Und so wurde ich auch erzogen. Und aus einer Handwerkerfamilie stammend. Und damit kommt man automatisch zur Situation, dass man, wenn man was übernimmt, eine Aufgabe, auch die Verantwortung dafür hat. Und wenn man die Verantwortung hat, hat man die zu verantworten. Und das ist ein natürlicher Vorgang, das hat mich auch geprägt. Und natürlich schaut man über den Tellerrand. Und über die Schwaben sagt man ja, dass sie entweder ihr Lebtag, ihren eigenen Kirchturm vor Augen haben müssen oder in die Welt hinausgehen. Und ich bin wohl einer der zweiten Sorte,
denn ich habe schon immer gedacht, es ist schön, aber es ist nicht alles hier. Und deshalb bin ich eben rausgekommen. Ich war, bevor ich hier in Köln war, natürlich auch noch in anderen Regionen der Erde. Und insofern bin ich ja jemand, der aus, von dieser Basis kommend offen Aufgaben verfolgt hat, wo sie eben mir angetragen wurden. Würden Sie also durchaus sagen, ich habe das lokale Denken oder die Dinge, die ich von daheim mitgenommen habe, nicht so ganz zurückgelassen, sondern auch ein Stück mit hier ins Rheinland transportiert, ohne in die Welt transportiert? Ja, natürlich, denn diese Grunddinge sind nicht so unterschiedlich. Mhm. Und gerade das Rheinland hat viel mehr an Heimatgefühl als so weitläufig bekannt. Es wird vielleicht im Karneval ein bisschen deutlich oder deutlicher als normal, aber auch ein bisschen sentimental, das gehört auch dazu. Aber es ist eben nicht weit weg. Und insofern ist es eine ganz natürliche Entwicklung, die sich in meinem Privatleben vollzogen hat oder beruflichen Leben vollzogen hat, dass ich eben ausgehend von einer kleinen Zelle der Familie mehr gemacht habe, in zunächst kleineren, dann größeren Unternehmen. Aber ein Zeichen war immer, dass ich relativ schnell in relativ hohe Verantwortung kam und dass man mir das immer zugetraut hat. Das war schon dann merkwürdig für mich manchmal, wenn ich darüber nachdenke. Ja, da fällt mir ein, in dem Zusammenhang, als Sie studiert haben, hat man Sie auch zum Präsidenten oder Vorsitzenden Ihres Studentenheims gewählt. Ja. Also schon ganz früh berufen zur Führungsposition. Ja, das ist richtig. Und in dieser Funktion hatte ich viel mit der Universitätsverwaltung zu tun. Und als ich dann Assistent war, war ich zufälligerweise in der Phase Assistent, als das Hochschulgesetz reformiert wurde und zum ersten Mal der akademische Mittelbau in den Senat einrücken konnte. Und ich war die erste gewählte Mittelbauvertreter im Senat der Universität Stuttgart. Was glauben Sie, was Sie denn dazu befähigt hat? Oder warum hat man Sie gewählt? Damals ist da irgendetwas an Ihnen besonders gewesen, dass man sagt, der Bruno, der macht das für uns. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, es war die Tatsache, dass ich immer für andere Menschen offen war und auch mit Menschen umzugehen für wichtig hielt und die anderen das gespürt haben. Und insofern habe ich immer einen gewissen Vertrauensvorschuss bekommen. Und auch als Ingenieur bin ich nicht der Typ von Ingenieur, der an seiner Differentialgleichung sitzt und an Theorien arbeitet, fern von der Realität, sondern ich war immer der Mensch, der die Dinge, die er erkannt hat, umsetzen wollte und Ziele erreichen wollte und eben dann mit anderen Menschen. Denn meine Erfahrung zeigt, das Wesentliche ist im Leben, dass man die Ziele mit den richtigen Menschen erarbeitet. Dann hat man Freude daran und dann sind die Ziele, die man erreicht, auch die richtigen. Und ist es ja so, man wird Chef eines Unternehmens, wie hier, TÜV Rheinland, Rheinland-Brandenburg, dann hat man Mitarbeiter, die man nicht alle ausgesucht hat. Man ist immer in einem Team, da sind immer schon welche. Und meine Frage ist, wie sind Sie als Chef zurechtgekommen, als derjenige, der letztlich die Verantwortung trägt? Ich höre aus dem Haus, dass Sie durchaus auch ein Teamplayer waren und sind. Ja, ich glaube schon, dass ich das bin, weil ich eben, wie gesagt, der Überzeugung bin, dass man nur in einem starken Team wirklich gewinnt. Auf der anderen Seite darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass ein Team heißt, alle jubeln, sondern das heißt auch Widerstand. Und ein Team muss sich herausbilden. Und jemand, der ein Team führt, der muss auch Widerstand erdulden, muss auch mit Widerstand klarkommen. Und Führung bedeutet Vorbild, Teamfähigkeit, Zielorientierung, aber auch die Fähigkeit, Niederlagen einzustecken. Mhm. Und es muss nur so sein, dass die Niederlagen
sekundärer Natur sind und die primären Ziele dadurch nicht gefährdet werden. Wie kriegen Sie das überein, wenn es einerseits, und das ist ja der wirtschaftliche Gedanke eines Unternehmens, um Effektivität geht, um Wirtschaftlichkeit geht, andererseits aber auch um Atmosphäre geht, Sie dennoch aber die Leute mitnehmen wollen im Zuge von Mitwirkung, Mitbestimmung. Woran orientieren Sie sich an der Stelle? Was ist das Gemeinsame, das den Chef und das Team letztlich auf ein Ziel hin orientiert? Also ich habe immer versucht zu führen mit einer offenen Bürotür. Das heißt, wenn jemand ein Problem hat, habe ich immer gesagt oder ihn ermuntert, komm zu mir, reden wir darüber. Dass das in Wirklichkeit natürlich nicht breit so gemacht wird, ist auch klar. Aber vom Grundsatz her halte ich das für sehr wichtig. Und der andere Grundsatz ist, ein Unternehmen ist wie eine große Familie, die nicht biologisch verwandt ist, thematisch schon, wenn das Unternehmen richtig geführt ist. Und insofern gehört auch dazu, wie in jeder Familie, dass man Feste feiert, gemeinsam feiert. Und deshalb ist es gut, wenn ein Unternehmen ein-, zweimal im Jahr eine Gelegenheit nimmt, dass sich die Mitarbeiter untereinander besser kennenlernen. Dann entsteht ein Wir-Gefühl und dieses Wir-Gefühl ist schon sehr wichtig in der heutigen Welt. Sie haben den TÜV gerade, Ihr Unternehmen, dem Sie jahrzehntelang vorstanden, auch so ein bisschen als Familie bezeichnet. Kommen wir jetzt mal auf die tatsächliche Familie. Sie sind ja schließlich auch Ehemann, Sie sind Vater, Sie sind Großvater. Wie konnten Sie das miteinander vereinbaren? Welches Verhältnis zur Familie hatten Sie, haben Sie? Genießen Sie es jetzt etwas mehr als früher? Können Sie es mehr genießen? Also ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit und es hat sich verschoben. Aber die wichtigste Phase, wenn ich zurückblicke, war die Phase, als unsere beiden Söhne geboren wurden. Die wurden in Stuttgart geboren. Und damals war ich noch Assistent an der Universität. Und deshalb konnte ich mehr Zeit, auch in der Phase, für die Familie aufbringen, als man das konnte 5 Jahre später. Und als ich dann zunächst einmal nach Düsseldorf zu einem größeren Unternehmen in Verantwortung ging, da hatte ich schon viel weniger Zeit für die Familie, weil es das, die Arbeit mit sich brachte, dass ich sehr viel ins Ausland fahren musste und sehr viel ja, international tätig war. Und das bedeutet, in der Zeit, wo man weg ist, ist man nicht zu Hause. Und da musste meine Frau ihre Funktion als Mutter etwas stärker darstellen. Aber es ist eben gelungen, auf der Basis der frühen Familienphase, dass wir in der Familie keine Probleme hatten. Und keiner hat es so richtig empfunden. Es kam ab und zu mal hoch. Es wäre schön, wenn du häufiger da wärst. Ja. Später hat sich das gelockert, da wurden die größer und waren vielleicht froh, dass sie selber mehr freie Zeit hatten. Und wir hatten natürlich noch ein Stückchen Glück dazu. Das gehört im Leben übrigens immer zum Erfolg, Glück. Und dass meine beiden Söhne sehr passable Schwiegertöchter ins Haus brachten. Sehr passabel, unterschiedlich. Aber insgesamt bilden die 4 wiederum eine Familie. Mhm. Und 2 Einzelnen. Und haben wir heute 5 Enkel, 4 Enkelinnen, einen Enkel. Schön. Und das ist schön. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe für einen Großvater. Und Sie haben, wenn ich das so richtig heraushöre, sich durchaus auch durch diese Familie mitgetragen gefühlt. Denn Sie waren ja viel unterwegs eine Zeit lang. Das ist ja letztlich dem Beruf geschuldet, der Karriere geschuldet. Aber Sie wussten zu Hause, ist die Familie. Ja, genau, so muss man das sehen. Ja. Mhm. Und daran muss man natürlich immer arbeiten, das ist auch klar. Das ist nicht Gott gegeben, sondern das ist eine Aufgabe, die man immer, mit der man immer
die man immer besser machen möchte oder müsste? Ich glaube, dass das grundsätzliche Problem natürlich ein in der Gesellschaft zu lösendes ist, wie kriegt man grundsätzlich, auch in heutigen Tagen und in der Zukunft, das Problem von Familie und Beruf in Einklang gebracht. Da muss sicherlich noch einiges passieren. Ja. Wo sehen Sie da Ansätze? Wer muss da aktiv werden? Wichtig für eine Familie ist, dass der Mann nicht nur sein Leben im Beruf lebt, sondern auch möglichst hilft, dass die Frau ihr Leben leben kann. Das kann in dem Beruf sein. Es war in meiner Zeit noch nicht so häufig und auch schwieriger möglich. Heutzutage ist es etwas leichter, gleichwohl immer schwierig. Deshalb muss der Mann die Frau, ist meine tiefe Überzeugung, unterstützen, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten umsetzen kann. Das kann im Beruf sein. Es kann aber auch in einem ausgeprägten Hobby oder einer ausgeprägten anderen Tätigkeit sein. Ich kann mir zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass eine Frau, die künstlerisch tätig ist, das sehr wohl kann, aber die muss auch unterstützt werden. Ja. Und Ihre Frau ist Musikerin, also von daher gesehen war da eine sehr gute Möglichkeit für Sie. Und die ist heute natürlich immer noch begeisterte Musikerin. Ne? Ja, und das muss man auch unterstützen. Muss man auch als Mann tragen und sagen, es ist eine Bereicherung, auch für mich. Ich mache einen kleinen Schnitt und komme auf eine Szene, die wir gemeinsam erlebt haben. Stichwort Staffelübergabe. Bei Ihrer Verabschiedung durfte ich damals eine kleine Rede halten. Ich habe den Abend sehr genossen. Es war ein internationaler Abend. Ich erinnere mich, es lagen überall Globen auf den Tischen, weil es eben darum ging, Internationalisierung. Aus aller Welt gab es Beiträge, auch kulinarische, musikalische. Und es war dann ja irgendwie doch für Sie ein bisschen Abschied, wobei ich den Eindruck hatte, Sie kennen das kölsche Lied, niemals geht man so ganz. Der Herr Braun bleibt dem Hause ja verbunden, Stichwort Aufsichtsrat. Wie war Ihre Stimmung da und wie haben Sie die Nachzeit denn im Hause erlebt? Ja, dieses kölsche Sprichwort, darin steckt ja sehr viel Weisheit. Trotzdem bin ich der Überzeugung, man muss aussteigen zum richtigen Zeitpunkt. Und der richtige Zeitpunkt ist der, wenn man einen Nachfolger hat. Und das war so und das habe ich auch gemacht. Und ich habe das Glück, wenn Sie so wollen, dass die Unternehmensstruktur so ist, dass ich nicht nur im Aufsichtsrat, sondern der Aktiengesellschaft, in der alle operativen Tätigkeiten gebündelt sind, da bin ich total raus. Aber der Aufsichtsrat, der ist da noch, um nachzufragen, um zu helfen. Aber eine Aktiengesellschaft hat natürlich Aktionäre. Und der TÜV Rheinland hat nur das Glück oder das Pech, noch ist es ein Glück, nur einen einzigen Aktionär zu haben. Das ist der TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. Und da ich dort Vorstandsvorsitzender nach wie vor bin, habe ich sozusagen meinen väterlichen Blick auf die gesamte Unternehmensgruppe nach wie vor als wichtige Aufgabe. Wir haben dann in der direkten operativen Nachfolge als Vorsitzender der AG zwei Personen gehabt, die jeweils eine bestimmte Periode, ihre Wahlperiode gemacht haben und haben jetzt einen neuen Mann, der mit Sicherheit jetzt mich auch noch weiter die Rolle eines Großvaters spielen lässt. Da kommt die Familie wieder rein. Sie haben selbst gesagt, der väterliche Blick. Nun will ich auch durchaus kritisch mal nachfragen. Auch ein Vater kann sich in diesem Blick ja auch mal irren. Ja. Haben Sie aus diesem Error, sage ich jetzt mal, Erfahrungen mitgenommen? Wie ist das in Ihnen selbst letztendlich verarbeitet worden? Das tut ja auch ein bisschen weh, wenn man sich an einer solchen Personalie vielleicht mal irgendwo nicht ganz so glücklich gefunden hat. Ne? Ja, also es ist sicherlich nicht leicht.
Es ist in der Tat die wichtigste Aufgabe in der Führung, die richtige Nachfolge zu finden. Das sagt sich relativ leicht, weil man richtigerweise ja nicht alleine entscheidet, sondern ein Gremium entscheidet. Und auch das Gremium sieht die Dinge manchmal ein bisschen verkürzt. Und insofern ist die richtige Mischung und das Glück, die richtige Person rechtzeitig zu finden, wichtig. Der Idealzustand ist natürlich der, dass man mit der Person schon ein Weilchen zusammengearbeitet hat. Dann kennt man Stärken und Schwächen besser. Nun lässt sich das in diesen Positionen nur selten machen oder eben nur gezielt über langfristige Entwicklungen. Das war bei uns nicht so. Das ist schade, aber diese Phase wird jetzt beginnen. Jetzt sind Sie aber optimistisch, wenn Sie jetzt entscheiden. Ich weiß, dass Sie ein Mensch sind, der auch ein Stück Freiheit liebt. Ist der Begriff der Freiheit, der Selbstbestimmung, der Unabhängigkeit etwas, was Sie mit dem doch reglementierten Arbeiten in einem Unternehmen, wie der TÜV es ist, in Einklang bringen können? Das ist sicherlich immer ein Spannungsverhältnis. Aber auch hier war der TÜV für mich, wenn Sie so wollen, das richtige Umfeld. Denn ich bin relativ, wie Sie das bemerkt haben, unabhängig denkend und eigentlich im Kern unternehmerisch denkend, der fair andere Meinungen mit integrieren möchte, aber letztendlich dann auch zu den Entscheidungen steht, die er mitgetragen hat oder die andere mitgetragen haben, aber irgendjemand dann treffen muss. Und da habe ich kein großes Problem, aber es muss eben getragen werden vom Gesamtsystem. Ich habe durch die gesellschaftsrechtliche Konstruktion des TÜV Rheinlands heute, der war früher ein reiner Verein, gesetzlich gefordert, ist heute ein Verein als Alleingesellschafter plus eine operative Aktiengesellschaft mit vielen GmbHs in vielen Ländern. Und das ist eben ein wunderschönes Gebilde, das erlaubt auch einem unternehmerisch denkenden Menschen wie mir, sukzessive sich dann vom Kern zu entfernen, in die Familie zurück. Dennoch sind ja bestimmte Dinge vorgegeben. Sie haben auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag, auch sich selbst gegeben. Also ich spreche jetzt von Politik oder von Gesetzen, die diese machen. Da sind ja Ihnen schon irgendwo auch Aufgaben oder Grenzen gestellt, die Sie aber sicherlich Ihrem Ziel unterordnen können. Ich denke zum Beispiel den Auftrag, dass wir jetzt alle mit Fahrradhelmen herumfahren müssen. Nur mal als praktisches Beispiel. Da kriegen Sie eine Aufgabe gestellt, die müssen Sie lösen, um unsere Lebensräume zu sichern. So ist Ihr Motto. Ja, aber das ist ein vielleicht ganz gutes Beispiel, Herr Schrammer. Ich selbst mag das gar nicht so sehr, so einen Helm auf dem Kopf zu haben, auf dem Fahrrad. Aber die Vernunft sagt einem, es ist sinnvoll. Und heute fahre ich auch mit Helm. Aus doppeltem Grund. Einerseits, weil ich der Überzeugung bin, es ist tatsächlich sicherer für mich und auch für die anderen, dass durch einen kleinen Unfall kein größerer Schaden eintritt. Und zum anderen auch im Sinne einer Vorbildfunktion, nicht nur für Kinder, sondern für andere Erwachsene, ziehe ich das Ding auch an. Also Sie sehen Ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit und Ihre Arbeit selbst nicht so eingeschränkt durch Gesetze und Politik, sondern das kooperiert ja mal. Nein, und wir leben in einer doch guten Demokratie, und wenn etwas nicht passt, dann muss man sich einbringen, gesellschaftlich, entweder über Parteien oder über Organisationen. Und da kann man vieles gestalten, vieles bewirken. Und das ist auch eine Aufgabe, die man als Bürger in wirtschaftlich führender Position hat. Kommen wir zu noch einer anderen Frage, die wir gemeinsam auch schon mal erörtert hatten. Bei unseren Auslandsreisen, wir waren zusammen in Asien mehrfach und haben da das Problem
Original und Fälschung erörtert. Und damals hatte ja auch der TÜV, ich glaube, es war der erste im asiatischen Raum in Yokohama, ja auch sich diesem Thema gewidmet. Wie stehen Sie heute zu diesem Problem der Fakes, des Nachmachens, des Kopierens? Und wie haben Sie inzwischen vielleicht aus der asiatischen Welt deren Verständnis integriert? Ja, so ganz könnte ich diese Fake-Gedanken nicht integrieren in unser Grundverständnis. Aber in der Tat, es ist so, dass eben verschiedene Kulturen, Gesellschaften andere Spielregeln haben und andere Empfindungen haben. Und der TÜV Rheinland war der erste TÜV, der überhaupt größer ins Ausland ging. Und in Japan, in Yokohama, hatten wir eines unserer ersten großen Labore. Und wir wurden dann in Japan auch als japanisches Prüfinstitut unter dem Namen Rheinisches Prüfinstitut anerkannt und konnten nach japanischen Gesetzen prüfen, was ein hoher Vertrauensbeweis war. Und das funktioniert heute noch. Später kamen andere Länder hinzu. China ist heute das natürlich vom Volumen her größte. Wir haben über 2.500 Mitarbeiter in China heute, was kein Mensch so ohne weiteres glauben würde. Und das ist alles in den letzten 25 Jahren entstanden. Und nicht nur in Asien, aber da ist es wichtig. Und diese Fake-Kultur, die Sie ansprachen, beziehungsweise Nicht-Kultur, daran arbeiten wir. Und das ist auch wichtig für die Länder, denn kein Mensch auf der Welt will was kaufen, was nicht dem entspricht, was man erwartet. Und deshalb ist die Tätigkeit des Prüfens und Zertifizierens von Gegenständen, Produkten, von Systemen so wichtig. Und wenn ein deutscher Unternehmer einen Stahl einkauft, heute in Japan oder eher in China, dann will er wissen, dass der Stahl auch dem entspricht, was seiner chemischen Analyse zufolge sein müsste. Und da kommen wir immer wieder ins Spiel. Und das machen wir natürlich lokal, auch mit lokalen Menschen. Und insofern verbreiten wir indirekt die deutsche Kultur, tragen wir ins Ausland. Und es werden immer zunehmend mehr Menschen diese Kultur in ihren Kulturräumen einsetzen. Und damit tragen wir auch ein bisschen dazu bei, für Qualität und Sicherheit weltweit zu sorgen. Irgendwie habe ich so den Eindruck gewonnen, dass wir gelernt haben, das ist unanständig, so etwas zu kopieren, dass wir das mit Moral verbinden, aber dass da im asiatischen Raum vielfach eine etwas andere Einstellung dazu herrscht. Ja, in Asien herrscht eher die Einstellung, dass auch kulturell als religiös bezogen etwas zu verbessern ist das Ziel, nicht etwas selbst zu erfinden. Und das sehen Sie sehr deutlich auch in Japan. Die Japaner sind Meister im Verbessern. Und es ist unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern, aber diese Kultur des Verbesserns ist das, was manche davon abhält, darüber nachzudenken, wer hat das Urheberrecht, wie wir das sagen würden, sondern für die ist das überhaupt kein Thema, das ist schon da, das ist sozusagen Gott gegeben, für jeden verfügbar und die Kunst des Klugen besteht darin, das, was da ist, zu verbessern. Ich habe aus den letzten Jahren heraus und einen Teil auch von mitgetragen, eine Vision, einen Traum, den Sie hatten, der aber leider nicht zum Zuge gekommen ist. Sie sprechen das große Thema nochmal an der Fusion. Etwas, was Sie ja sehr zielstrebig angepeilt haben, aber das dann am Ende leider, sage ich auch aus meiner Sicht, leider nicht zum Zuge gekommen ist. Was hatten Sie eigentlich vor mit dieser Fusion? Wäre sie Ihrer Ansicht nach das Richtige gewesen und wie haben Sie dann das Scheitern letztendlich verarbeitet? Letztendlich muss ich sagen, bin ich schon lange dieser Meinung, die hat sich auch nicht geändert, eher verfestigt, dass es gut wäre für die Bundesrepublik Deutschland und ihre,
Gesellschaft, wenn die sozialen Errungenschaften und die technischen Errungenschaften der technischen Überwachungsvereine zusammen international genutzt würden und nicht fragmentiert, denn sonst besteht die Gefahr, dass wir langfristig im Zuge der Großentwicklung den Kürzeren ziehen. Und aus dieser Überlegung heraus war ich schon länger der Meinung und bin es heute noch, es wäre gut, wenn wir einen TÜV Deutschland hätten. Der könnte durchaus lokale Verästelung haben, regional, aber dann auch international, und dann wären wir stärker und könnten auch das, was die deutsche Industrie in Qualität und Sicherheit ausmacht, auf dem Weltmarkt besser vertreten. Nun ist es nicht ganz so gekommen. Damals gab es noch 12 oder sogar 14 technische Überwachungsvereine. Heute haben wir im Grunde genommen 3 große. Und zumindest 2 von den 3 sind inzwischen so stabil, dass die auch alleine können. Es ist also, das Muss ist heute noch nicht da. Mhm. Es wird vielleicht eines Tages noch kommen. Und deshalb ist es immer besser, wenn man aktiv was gestaltet und vorausschauend, als wenn man unter dem Diktat der Zeit und der Not vielleicht etwas macht, was langfristig nicht so gut ist. Also das waren die Beweggründe. Der Technische Überwachungsverein, der dem TÜV Rheinland im Nächsten kommt in seiner gesamten Denke, das ist der TÜV Süd. Und ich meine, Sie wissen besser als ich, dass das Rheinland ein offenes Gebiet ist und dass hier alle Kulturen sich treffen. Und deshalb sind wir eben auch die Ersten, die international waren. Und der TÜV Süd ist dem gefolgt und hat mit dem Zusammenschluss Baden-Württemberg, Bayern und so weiter, sind sie inzwischen in Deutschland die Größte in Deutschland. International wären wir natürlich alle viel stärker. Wir hatten damals es erreicht, dass alle das wollten, dass also einstimmig sowohl in München wie auch in Köln gesagt wurde, das wollen wir machen. Es wurden alle Positionen waren schon besetzt, und dann ist es leider am Kartellamt gescheitert, weil nicht alle unserer Tätigkeiten verstanden wurden. Nun ja, das war ein Zeitpunkt, das hat mich schon getroffen, denn letztendlich die Arbeit für diese ganzen Dinge blieben an mir hängen im Wesentlichen. Ich hatte natürlich Unterstützung, aber auch vom Süden, aber im Kern hing auch die Entscheidung nachher an mir, denn der Preis für eine Fusion wäre so groß gewesen für dieses Haus, dass es jetzt nicht verantworten konnte, diese Entscheidung so herumzutreffen. Und vielleicht kommt eines Tages die Zeit, wo man dann mehr machen kann. Herr Braun, Sie waren im vergangenen Jahrzehnt für eine Amtsperiode auch Präsident des VDI. Das muss ja für einen gelernten Ingenieur ja wohl irgendwie eine Höchstform, eine Krönung der Karriere gewesen sein. Erinnern Sie sich an diese Zeit gut und haben Sie da was Besonderes leisten können? Was mir gelungen ist, glaube ich schon, die Verzahnung mit der Politik, insbesondere im Land war es kein Problem, aber mit Berlin war das nicht so selbstverständlich. Und seit dieser Zeit wird der VDI für viele wichtige Fragen auch gehört. Und der VDI hat dann auch in meiner Phase einen Kongress abgehalten zur Verbesserung von Großprojekten und besserem Umsetzen innerhalb unserer Gesellschaft von Großprojekten. Und ich glaube, das war schon eine fruchtbare Zeit. Und das, was dort gesetzt wurde, lebt weiter. Und der VDI ist immerhin der größte europäische Ingenieurverein mit über 150.000 Mitgliedern. Und das ist schon eine Größe, die aus sich selbst heraus leben kann und die vor allem eben in allen Bereichen der Technologie, die wir finden,
Mitglieder hat und damit direkten Zugang zu den Quellen. Und die gemeinnützigen Einsätze der einzelnen Ingenieure in diesem Verein führt eben zu dem Mehrwert, den wir darstellen. Das Thema Atomkraft wird ja immer dann wieder heiß diskutiert, wenn irgendwo in der Welt ein Unglück passiert. Deutschland hat nach Fukushima eine Entscheidung getroffen. Können wir an der Stelle zum Thema Atomkraftwerke etwas über die Sicherheit sagen? Können wir was über die alternativen Möglichkeiten sagen? Wie kommen wir aus dieser Situation Ihrer Meinung nach heraus? Ja, die damalige Situation, die zum Ausstieg führte, war ja schon in sich ein bisschen komplex. Zunächst einmal ging es um die Laufzeitverlängerung vorhandener Kraftwerke, die nachweisbar die höchste Sicherheit hatte, weltweit. Und dann kam Fukushima dazwischen. Und Deutschland war nervös, um das mal vereinfacht zu sagen. Und die Politik auch. Und dann wurde eben die Entscheidung getroffen, nein, wir machen keine Verlängerung. Im Gegenteil, wir steigen aus. Und es wurden, was meines Erachtens das Hauptproblem war, Daten festgelegt. 2020 so viel und bis dahin dann. Was kein Mensch konnte sagen, nach dem, was vorhanden war, wie lange es dauert, um das sinnvoll, wirtschaftlich auch vertretbar zu machen. Aber das war da in der Zeit keine Diskussion. Was auch nicht mehr diskutiert wurde, dass Kernenergie im Prinzip null Emissionen bedeutet. Weder Stickoxide noch Schwefeldioxid noch sonstige Schadstoffe werden da emittiert. Das war verboten, darüber zu sprechen, um das vereinfacht zu sagen. Also die neutrale Bewertung war nicht da. Kann letztendlich wahrscheinlich auch nicht getroffen werden, denn das Gefühl, dass eine solche Anlage trotzdem einen Störfall bekommen kann, das kann man nicht eliminieren. Und wenn die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, es ist uns wert, dass wir dieses Risiko nicht mehr haben und dafür die konventionelle Technologie weiter einsetzen und vor allem neue Technologien, erneuerbare Energien einsetzen, dann ist es in Ordnung. Das kann man als Gesellschaft vertreten, muss man vielleicht sogar. Aber man braucht Zeit. Man muss erstens bei den erneuerbaren Energien, das heißt Solar, das heißt Wind, man braucht die Übertragungskapazitäten. Denn die sind, das ist eben in der Natur der Sache gelegen, sehr unterschiedlich. Die Sonne scheint nicht jederzeit und Wind ist auch nicht immer präsent. Und deshalb braucht man Fähigkeiten, Energie zu speichern, um die Spitzen auszugleichen. Und man muss es transportieren. Die heutigen Kraftwerksstandorte haben den Vorteil, dass sie in der Verbrauchsnahe liegen und deshalb die Übertragung der Energie vergleichsweise preiswert ist und ohne große Verluste. Das muss alles umgestrickt, umgebaut werden und das dauert Zeit. Und natürlich, es muss gewollt sein. Insofern ein politischer Wille, dass man umbaut, verstehe ich sehr gut. Gleichzeitig zu sagen, aber bis da und dahin kann man als Wunsch äußern, vielleicht auch als politischen Trick, damit man da hinkommt, 3 Jahre später, aber nicht wirklich eine Volkswirtschaft daran hängen. Und momentan haben wir leider das Problem, dass schon alleine die Übertragungsleitungen quer durch Deutschland überall akzeptiert werden, schweige denn Speicherseen für Nachtspeicherungen und andere Dinge. Also da sind wir noch leider nicht viel, sehr viel weiter gekommen. Wir sind teurer geworden und das wird das Problem sein. Das wird Verschiebungen in unserer industriellen Produktionslandschaft langfristig nach sich ziehen. Und das ist eigentlich nicht schön. Man kann natürlich der Meinung sein, ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland braucht keine Aluminiumindustrie. Aber was da alles dranhängt, muss man vorher einfach untersuchen und zielgerichtet angehen.
Wir kommen trotzdem raus, glaube ich schon. Weil jeder erkennt, so schnell oder so einfach geht es nicht, wie wir dachten. Wir müssen uns nur sputen, damit eben es nicht zu teuer wird für unsere Gesellschaft.